Hallo und herzlich willkommen zurück bei Judgment mit unserer kleinen Truppe hier. Sandsäcke könnte ich mir jetzt auch bauen. Einen Experimentiertisch, damit es schneller geht. Ich baue mal. Ich würde sagen, hier ist noch ein Haus. Da. Setze ich das noch. Danach kann ich die Falschen hier abreißen, denke ich. Und gleichzeitig kann ich wieder auf die Welt gehen. Ja, den holen wir nicht. Der ist zu. Der ist. Vergiss es, den kriegen wir nie im Leben. Was bräuchte man? Wir bräuchten zum Beispiel Lehm. Wir bräuchten natürlich auch Waffenteile schon langsam. Fangen wir mal einfach an mit Lehm. Genau, da könnten wir mal in eine ganz andere Richtung gehen. So, verwalten. Die Tano ist müde. Achso, so würde ich sehen. Aber gut, dann müsste ich jedes Mal da reinschauen. Bei jedem. Schön wäre, wenn ich die Müdigkeit zugleich sehen würde. Immer noch mal zurück und... Was war das? Überlebende sind müde, ja. Ich habe doch drei Betten, reicht das etwa nicht? Also wirklich. Sekaya könnte ich, auch noch eins in die Hand drücken. Das sind Überlebenskünstler. Der da bräuchte das ganz dringend, glaube ich. Habe ich jetzt nicht gesagt. Was mich wundert, ich habe doch kann ich mich nicht bauen, weil ich noch keine dunklen Gegenstände habe. Okay. Dämonenschmiede. Aufmerksamkeit. Ich habe die mit... Ah, Rechtsklick. Okay, das gilt also sofort, oder wie? Okay. Gut, da steht jetzt nicht wirklich viel Erklärung dabei. Also die Klärung, die da dabei steht, hilft mir momentan gar nicht. Ja, sehr gut. Das hätte ich gerne. Mach weiter. Forsche, forsche. Okay, ja, gut. So, jetzt schauen wir mal. Danu hat 77. Der hat 23, der ist zu müde. Kühe. Coach. Kühe, Coach. Balu. Kühe, Coach, Balu. Gut, also. Verwalten. Kühe, Coach, Balu. Oh, fehlt einer. Eva ist jetzt schon müde. Du hast nur noch 25.
17, 43, 47, 100, 48. Ja, herzlichen Glückwunsch, Pizzi, dann hast du die Arschkarte gewonnen. Und wir suchen jetzt Richtung Medizin. Was ist denn da? Okay, gut, Medizin ist vielleicht ein bisschen heftig. Gehen wir mal ein bisschen Harz besorgen. Oh, die gehen doch. Die sollten hoffentlich gehen. So, ich brauche noch 10 Forschung, bitte. Jetzt forscht wieder keiner. Ah, sehr gut. Ah, die sind da. Okay. Gut, es sind wieder zwei Gruppen recht eng zusammen. So, jetzt haben wir einen Balu. Der könnte jetzt den da. Ah, okay. Gut. Natürlich cool. Wenn es so eine Instant-Heilung quasi ist. Du hast auch was. Gut. Sehr gut. Nein. Wir wollen jetzt... Oh, es ist ein bisschen viel für den, oder? Die brauchen die Erfahrung. Komm, hol mal's. Wir tun doch alles für Erfahrung. Der PC hat nichts mehr in der Hand. Das heißt, dieses Ding kann man nur einmal einsetzen. Okay. Balus hingegen wohl wieder mehrfach. Balu kann immer noch F2 drücken, genau. Na kommt's doch her. Sehr gut. Wunderbar. Nö. Sie brauchen doch Erfahrung. Und ich brauche Forschungspunkte. So.
Na, Feuerkugels? Eieiei. Hallo? Weißt du was? Du machst das jetzt so. Ah, du heilst PC jetzt wieder. Sehr gut. Damit ist PC wieder wie neu. Das ist ja cool. So. Könnte das immer noch? Okay. Oh, er hat so viel gemacht und kriegt jetzt nur einen Erfahrungspunkt. So, und wenn ich den jetzt anschaue, er hat es immer noch. Okay. Wundert mich jetzt. Aber es ist okay. Kann man jetzt sagen, warum keiner von euch forscht? Was tut sie den ganzen Tag, ha? Das war's schon. Cool. Auch wenn ich die EP-Verteilung immer noch nicht verstehe, aber okay. Ich nehme es einfach hin. Ja, doch. So. Wir haben jetzt gedacht, was ist denn jetzt los? Doch, sie haben es noch mitgekriegt. Haben es ganz gut überstanden. Okay. Und okay, das nehme ich alles. Nein. Oh. Ja, die packen wir noch. Aha. Mein Forschen ist ein bisschen, sehe ich gerade. Sehr gut. Danke. Nicht zur Basis. Aber ich möchte jetzt mal da nach hinten schauen. So. Mhm.
Das würde ich aber hinkriegen da. Oh, das wird dann haarig. Immer mal das da. Das wird auch noch gehen, glaube ich. Okay. Da ist noch eine Gruppe. Aha. Genau. Aha. Na gut. So krallt man das. Nö. Puh, Schnitt der Höllenhund, Kobold. Oh Mann. Probieren wir's. Noch einmal Erste Hilfe, Kids. Ich sehe auch, dass wir die 120 haben. Mhm. Wo kommen die jetzt? Ah, da. Okay, das war eigentlich nicht so schlimm. Aber da gibt es noch eine zweite Gruppe. Da unten. Ist die mit dem Schnitt da? Okay. Lass uns da mal ein bisschen in Deckung gehen. Gut, die zwei lass darüber in Deckung gehen. Wo ist denn der Schnitt dahin? Ach, der ist dann nach unten. Mist. Hm. Okay. Eine Lederjacke, cool. Nö, es ist ganz angenehm gerade so. Warte nur drauf, dass ich dann einmal das Falsche anklicke. So, was macht ihr? Ihr habt hier schon Forschung betrieben. Ich kann jetzt hoffentlich 5 Crossbows machen, cool. Ich könnte sogar 6 bauen. Das ist cool. Crossbows sind toll. Thank you.
Gut, das war knapp. Zwei olympische Bögen? Cool. Ja, doch. Gehen wir mal heim. Was hat denn die Gruppe jetzt alles mit? Moment. Verwalten. Ja, es lohnt sich doch. Also, doch, ja. Ich finde, es lohnt sich. Und die sind ja auch ganz fleißig, was ich so sehe. Truppe von Kundschaftern. Okay. Da? Sind nur zwei, okay. So. Weiß noch nicht, wie lange man Zeit hat dafür. So, das erste, was ich tun muss, ist, dass Dano F2 sich selbst sagt. Baloo, F2. Ah, jetzt hat's Baloo nicht mehr. Gut, aber jetzt schaut schon besser aus. Gut. Kann ich's auch überleben. Also kann man dann doch deutlich länger draußen bleiben. Man schaut, dass zwei oder drei so ein Heilkit, also ein Heilbandagen mit Heilset mit haben, dann geht das schon. Wo sind die Kundschafter? Da sind sie. Jetzt nicht mehr. Yep. Level up für Sikaya. Raucher, Alien-Entführer. Okay, Sikaya, ich wusste das gar nicht. Okay. Das ist die Forschungsgeschwindigkeit, hast du jetzt plus 90. Okay. Also sollten wir bei der Sekaya auch das ganz nach vorne gehen. So, Danu wird sich jetzt wieder ein. Wird sich erstmal wieder welche bestellen. Und wird sich einen Crossbow nehmen. Matze nimmt sich auch einen Crossbow. Koya nimmt sich einen Compound Bow, also einen olympischen Bogen. Krieger, Coach, du kriegst auch einen. Nein. Ich habe noch nicht mehr Crossbows fertig. Okay. Wer noch? Tja, PC. Du hast schon einen olympischen. Nein. Haben wir für dich Ausrüstung? Ein Schild. Schild ist besser als nix. So. Wie gesagt, ein Schild ist besser als nix. Die Diva kriegt jetzt auch mal einen olympischen Bogen. Okay. Kann es sein, dass wir Nahrung brauchen? Naja, wir hätten Nahrung. Wir hätten ja auch noch einiges abzuholzen.
Kann man den verschieben? Ich würde gerne noch einen Herd dazu bauen. Schmelzofen. Na da. Noch mal ein Esstisch. Da haben wir den Experimentiertisch. Die Heilung brauchen wir eigentlich gerade gar nicht. Okay, ich werde gleich angegriffen. Nahrung wird knapp, okay. Wir treffen uns mal alle da oben. Schnitter, Kobold. Oh ja, so ist das gemütlich. Wenn nur noch ein paar Sandsäcke, damit sie auf der anderen Seite auch Schwierigkeiten haben. Dieses Eck dürfte ziemlich gut sein. Ist okay. Damit kann ich leben. Ihr dürft schon wieder machen, was ihr wollt. Genau. Forschen, kochen. Kochen am liebsten. Forschen auch bitte. Kaya, also bevor du jetzt da auf irgendwas draufklopfst, ja? Wir haben doch auch Ingenieure. Das wäre auch schön, wenn ich das da sehen könnte. Ingenieure sind du zum Beispiel. Genau, die Wolle. Wolle. Zack. Wen haben wir noch? Jetzt kochen. Level up. Wer hat Level up? Kitty. Kann bauen, geweiht. Okay. Was kannst du jetzt bauen? Okay. So, da haben wir alle, die wir bauen konnten. Mindestens 80. Geht jetzt bitte irgendwo kochen.
kochen. Hexerei, das muss es sein. Du kannst zwar keine sichtbare Veränderung ausmachen, aber die Luft scheint plötzlich dicht und erstickend. Atmen wird anstrengend. Die Arbeit wird zur Qual. Alle scheinen von dieser seltsamen Empfindung befallen zu sein. Wird dieses Gefühl jemals nachlassen? Oh. Arbeitsgeschwindigkeit minus 10. Okay. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich lasse die jetzt mal forschen und kochen und kochen und forschen. Die müssen jetzt ordentlich kochen. Aber das wird schon, das kriegen sie hin, denke ich. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und Baba.